Ja, Conny, heute war ein Wechselaufgabe. U21 hat, glaube ich, super gespielt. Da warst du auch dabei. Und die Niederlage von Mainz war die überraschend für dich heute? Ja, klar, war die Niederlage von Mainz überraschend. Aber die erste Halbzeit war sehr überraschend gespielt. Dann hat er uns sich gut gefangen, eigentlich in der zweiten Halbzeit. Hat er nicht gemeint, das Spiel kippt jetzt. Aber zum Schluss hat es mir nicht sein wollen. Ich war das eine Kopfsache und habe den Gegner unterschätzt nach dem ersten Spiel, wo sie gegen Margareten doch eine hohe Niederlage eingefahren haben? Nein, unterschätzt will ich nicht sagen, aber ich denke, es ist eine sehr schwere Situation auch für die ganze Mannschaft. Man kennt es nicht. Es ist die Qualifikation bald die Champions League. Klar wird das auch ein bisschen im Hinterkopf gewesen sein, aber ich denke nicht, dass der Gegner unterschätzt wurde. Aber kann es sein, dass ein, zwei Spiele nur die Normalform erreichen und der Rest der Mannschaft zwar auf dem Parkett steht, aber nicht die Leistung abrufen kann? Wie kann das passieren? Es gibt einfach so Tage, da will einfach nichts zusammenlaufen. Und ja, aber man hat gesehen, man kämpft bis zum Schluss. Man hat dann auch noch mal fast, also das Unentschieden gemacht, den Ausgleich erzielt. Aber zum Schluss hat es einfach nicht gereicht. Conny, du bist ein junger Spieler. Was hast du für Ziele? In Hart? Ja, meine Ziele sind in dieser Saison natürlich, mich weiterzuentwickeln, in die Mannschaft gut aufgenommen zu werden und wenn es geht, auch Spielzeit zu bekommen. Ja. Also das heißt, du bleibst in Hart oder gibt es Ambitionen, irgendwo anders hinzugehen, zu studieren oder was hast du vor? Ja, das ist schon nicht hundertprozentig fix, aber ich fühle mich nach zur Zeit sehr wohl, es ist ein sehr gutes Umfeld, alles sind sehr nett. Super. Das heißt also, man sieht dich bald einmal auf welcher Position in der ersten Mannschaft? Auf halb rechts. Halb rechts, wunderbar, da kann man dich gut gebrauchen. Ja. Danke fürs Interview, ich wünsche dir alles Gute, auch mit der U21. Ihr habt gerade einen guten Trainer jetzt bekommen aus Bietigheim. Und der wird euch sicher auch sportlich weiterbringen, glaube ich. Auf jeden Fall, bin ich überzeugt davon. Danke, wünsche einen schönen Abend und danke fürs Interview. Opa, gut.